Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Rache des Sub von Februar. Ich bin richtig gespannt, was ich letztes Jahr gelesen habe und was jetzt noch übrig ist. Ich kann mich an zwei Bücher mal wieder erinnern. Also ich denke mal, das war im Februar, aber an den Rest habe ich überhaupt keine Gedanken mehr, gar keinen Plan. Deswegen habe ich hier wieder mein altes Lesetagebuch geschnappt. Schlag gleich die Seite auf und werde wie immer ein Blatt Papier dazwischen legen, das ich hier habe. Und dann ziehen wir Zeile für Zeile runter und schauen mal, was ich gelesen habe. So, wir sind ja auf der Februar-Seite und wir legen einfach gleich los. Ich bin richtig gespannt. Ach, ich freue mich immer so voll auf die Rache des Sub, weil ich das so interessant finde. Aber wenn ich am Ende des Tages dann ganz viel übrig habe, finde ich es nicht mehr lustig. Aber wir schauen mal, und zwar wir legen los mit Royal Teen. Wir haben als erstes Royal Teen, den ersten Band. Hier kann ich sagen, den habe ich gelesen, mochte ich sehr, sehr gerne. Da kommt jetzt im Februar tatsächlich der dritte Band und der letzte Band der Reihe raus. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt es übrigens auch einen Netflix-Film dazu. Wir machen weiter, und zwar mit einem Manga Vampire Night Pearls. Band 4. Den habe ich hier und ich kann euch auf jeden Fall sagen, das wird mir in diesem Jahr noch zum Verhängnis. Wir haben hier Band 4, den habe ich gelesen, aber ja, ihr werdet es sehen demnächst. Aber ja, habe ich auf jeden Fall Band 4 gelesen. Ich mag die Reihe sehr, sehr gerne. Das ist die Pearls Edition. Ist eine Vampirgeschichte. Liebe ich. Und deswegen habe ich den zum Glück gelesen. So, dann ziehen wir mal weiter runter. Und zwar haben wir hier Very Bad Elite. Und das ist der zweite Band dieser Reihe von J.S. Wanda. Und ich glaube tatsächlich, da kommen jetzt noch mehr in dem Monat. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bin der Meinung, ich habe mir die Reihe fast komplett dann gekauft. Also so viel wie dann zu dem Zeitpunkt gerade da waren, aber das ist der zweite Band, den habe ich gelesen. Ich mag die Reihe sehr gerne und bin ich auf jeden Fall froh, dass ich den gelesen habe. Wir machen weiter, und zwar Ein Geheimnis aus Magie und Eis. Das ist dieses Buch hier, und auch an dieses konnte ich mich erinnern. Und hier kann ich euch leider sagen, dass ich es nicht gelesen habe. Ich habe das schon so oft auf dem Schirm gehabt, wollte das schon so oft anfangen und jedes Mal habe ich nicht danach gegriffen. Leider, ich hoffe, dass ich es jetzt mal demnächst lesen werde. Das ist ein Fantasy-Abenteuer und es klingt so gut und ich habe es wirklich auf dem Schirm, aber bis jetzt leider noch nicht danach gegriffen. So, wir schauen weiter, und zwar, ach du je, Ballett School Band 2. Den muss ich euch tatsächlich einblenden, denn den habe ich nicht mehr da. Der ist ausgezogen, weil mich die Reihe nicht mehr interessiert hat. Der ist tatsächlich, glaube ich, ein paar Monate, nachdem ich den gekauft habe, wieder ausgezogen. Ich habe den relativ schnell aussortiert. Warum ich mir dann überhaupt gekauft habe, keine Ahnung. Aber ich habe ihn leider nicht mehr. Ich habe ihn auch nicht gelesen. Ich habe ihn tatsächlich als E-Book, also wenn es mich irgendwann nochmal reizt, dass ich das lesen möchte, kann ich es tun, aber so habe ich das Buch nicht mehr da. Es ist ungelesen ausgezogen. Wir gucken weiter, und zwar haben wir, ja, wir kommen jetzt weiter zu Very Bad Liars. Das ist der dritte Band dieser Reihe und auch diesen habe ich gelesen. Ich ziehe weiter, und zwar, oh, wir haben ein Weihnachtsbuch. Tage voller Weihnachtszauber. Das ist dieses Buch hier von Anja Marshall. Das hatte ich in einer Kramkiste gefunden. Und weil mir ein Buch von ihr, was ich gelesen habe, sehr gut gefallen hat, habe ich mir das mitgenommen. Muss allerdings sagen, das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe es einfach nicht geschafft in der Weihnachtszeit. Ich habe so viele Weihnachtsbücher, aber die Zeit ist zu Weihnachten einfach nicht da. Deswegen, ich habe es noch nicht gelesen, aber nehmt es mir auf jeden Fall für dieses Jahr vor. So, wir machen weiter. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich mal wieder habe. Und zwar haben wir Masterclass Band 1 und eigentlich müsste dann auch Masterclass Band 2 kommen, denn die sind gleichzeitig erschienen. Und zwar sind das diese beiden Bücher von Stefanie Hasse, die übrigens auch wieder perfekt zusammenpassen. Tatsächlich, ich wusste gar nicht mehr, dass das letztes Jahr war. Irgendwie kam es mir jetzt schon länger her, aber die habe ich sehr, sehr zeitnah gelesen, weil ich ihre Bücher liebe. Deswegen
Kann ich an beiden Haken setzen, habe ich beide gelesen und geliebt. So, wir machen weiter und zwar mit Magic Kingdom Band 1. Das ist dieses Buch hier und auch hier kann ich voller Stolz sagen, ich habe es gelesen, einfach weil ich es sehr spannend fand und es war auch sehr, sehr spannend. Ich habe es geliebt und gelesen. Sehr, sehr tolle Geschichte, deswegen kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Dann machen wir mal weiter. Und wir machen gar nichts weiter, denn die Seite ist tatsächlich fertig. Das bedeutet, das ging ja auch noch, was die Neuzugänge anbelangt. Tatsächlich ist das Buch, an das ich mich noch erinnern konnte, nicht dabei. Dann ist das bestimmt später erst gekommen. Dann kommt es wahrscheinlich im nächsten Monat. Aber die Seite ist fertig. So, ich habe mir 10 Bücher gekauft, habe davon 7 gelesen. Ein Buch habe ich aussortiert und 2 sind jetzt noch übrig. Und zwar einmal dieses hier, Ein Geheimnis aus Magie und Eis und das Weihnachtsbuch Tage voller Weihnachtszauber. Ist ja auf jeden Fall auch eine ganz gute Bilanz, muss ich sagen. 2 Bücher ist ja vollkommen in Ordnung. Aber auch das hier hätte ich eigentlich schon gelesen haben können. Aber naja, so ist das. Aber trotzdem bin ich zufrieden mit 2 Büchern auf jeden Fall. Und ja, so war es dann auch schon. Meine Rache des Sub vom Februar ging ja wieder relativ fix. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, was die nächsten Monate so kommt. Ich glaube, die erste Hälfte ging wieder so. Die andere ist, glaube ich, eher nicht mehr so toll. Aber stehe ich auch durch. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.